So, und da sind wir dabei, The Forest. 3 von 4. Ich war eben dabei, hier an das Holz zu kommen, das dort drin ist, aber komme ich scheinbar nicht. Das ist für mich unmöglich. Wo auch immer ich jetzt gerade hier abgesprungen bin. Ja, genau. Das ist komplett möglich, so hoch zu kommen, hier an der Wand, einfach so gegen die Wand springen und dann kommst du hin. Hier kommt man tatsächlich kaum noch durch wegen den Bäumen. Ist ja auch mal cool. Ah, ich habe gedacht, da könnte ich mich dann drin verstecken. Das wäre cool gewesen. Ja, das muss hier vielleicht echt mal. Der Baum ist schon wieder da. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe hier jedes Mal unten das Teil weggeschlagen und es kam wieder. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Haben sich denn jetzt wenigstens mal die Hasen vermehrt? Nein, 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 nein und nein. Ich glaube, ich muss das echt mal ein bisschen mehr verteilen. Damit da wirklich was rauskommt im Moment. Mache ich aber irgendwie nie. Ich sag das immer nur. So, wir haben bestimmt auch gleich wieder die ersten Gegner vor der Haustür stehen. Würde mich nicht wundern. Wah. Wah, Luigi. Ja, den kann ich auch. Was bräuchten wir denn hier eigentlich noch so an Häusern? Ich habe immer noch nicht gesehen, ob ihr irgendwas dazu geschrieben habt. Falls ich die Frage gestellt habt, gestellt habe. Happe, genau, hatte. Ich meine, ich hätte sie gestellt, die Frage. Mir fallen langsam auch die Augen zu, ey. Ich hatte eine harte Woche, obwohl die Woche ganz kurz war. Wahrscheinlich war genau das halt das Schlimme. Dass du dir halt dann denkst, ja, die Woche, die ist doch eh gleich sofort vorbei. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt mich noch anstrengen. Da muss ich nicht unbedingt früh morgens wach sein. Kann ja auch weiter pennen. Oder halt später erst pennen gehen und dann machst du halt die Nacht länger durch. Was weiß ich. In der morgigen Aufnahmesession dürfte sich das eigentlich schon wieder beruhigt haben. Dann muss ich gleich noch YouTubers live aufnehmen. Wo ich auch bald mal hoffe, dass ich das durchkriege. Denn langsam möchte ich was Neues anfangen. Ich meine, Mass Effect Andromeda wird auch bald kommen. Wenn es draußen ist. Es dauert noch ein bisschen. Und das möchte ich auch noch gerne let's playen. Weil ich vor allem die ersten drei Teile gespielt habe und dann das auch noch machen möchte. Ja, wird stressig alles. Ich hätte mal wieder gern die gute alte Zeit, wo ich immer was auf Vorrat hatte oder gar nicht erst auf Vorrat machen musste. Und trotzdem auf Vorrat hatte. Immer dieses 2 oder 3 Folgen im Voraus sein. Das war super. Im Moment bin ich immer eine Woche im Voraus.
gefällt mir halt überhaupt nicht. Aber damals, jetzt sind da schon zwei Fische, die vermehren sich. Drei Fische. Weißt du, damals, da hatte ich auch noch nicht so viele Abonnenten. Da hätte keiner was schreiben können, aber jetzt kann ja jemand was schreiben. Die Fische schweben da jetzt aber nicht, weil ich da das Haus drüber gebaut habe, weil das war ja schon vorher so. Dass da ein Fisch geschwoben, genau. Geflogen hat. Geflogen ist. Das liegt, glaube ich, an den Fischreusen, die nicht mehr funktionieren. Ihr habt mich enttäuscht, Fischreusen. Ja. Ja, wir müssen wohl die erste Fischreuse zerstören. Damit die Fische freikommen. Jetzt dürfte es eigentlich wieder funktionieren. Und da können wir auch eine andere wieder hin tun. Falsch. Ach shit, dafür brauchen wir ja Rope. Ich hasse das. Da ist was in die Fischreuse gegangen, oder? Ich hab doch was gehört. Dieses Blub. Das kann weg. Weil hier drin brauchen wir keine Bäume. Die sind hier eigentlich nur hinderlich. Und was ist hinderlich? Das wollen wir nicht. Okay, wir haben echt kaum noch Clove. Wir müssen echt in Richtung von einem gewissen Lager. Und das Blöde ist, da haben wir relativ viel Gegner im Weg dann. Kann gut sein, dass wir da auch Mutanten treffen. Wenn die nicht schon hier vor unserer Haustür stehen. Ich meine, jetzt ist noch Tag, jetzt ist gut, aber das ist jetzt sofort vorbei. Müsste das ja wieder funktionieren. Ich pack mal währenddessen das ganze Fischzeugs hinten hin. Und hier vorne kommt auch ein Drying Rack dann oben drauf. Hä, wie ist das Holzstück hier hingekommen? Hab ich das echt hier liegen gelassen? Ich hab gedacht, die wären alle da drin. So, einen kann ich essen. Dann kann ich jetzt, falls ich noch Rope will, rüber zum Boot. Kann ich machen. Muss ich nicht. Ich kann aber, also ich kann auch genauso gut einfach zum Dorf. Das wäre jetzt auch in der Richtung, in die ich gehe. Dort. Braucht dafür aber eigentlich auch keine Map.
um das zu wissen, weil ich weiß ja, dass dort vorne die Klippe ist. Boah, wie selten ich diese Tür hier öffne, ne? Es kommt einfach so gut wie nie vor. Aus der Richtung kamen doch mal Mutanten, oder? Ach, hier haben wir auch noch einen See. Sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Ah, und hier ist Jesus. Dankeschön, Dankeschön. Preiset den Herrn. Ja. Hier spawnen doch immer Gegner in der Nähe, oder nicht? Shit. Dankeschön. Kann ich leider nichts mit anfangen. Da oben wäre auch noch ein Dorf. Müssen wir aber nicht looten. Hey! Haben Sie kommen! Aua! Ich verpiss mich! Fuck it! Vor allem, da waren zwei Armsies. Wetten, die waren auf dem Weg in mein Dorf. Die hätten mich auch fast gekriegt. Kaum, man. Lass es sein, ich warne dich. Deine Kumpels hauen ja auch gerade ab. Also nicht ohne ein paar Bäume fallen zu lassen. Und dann wieder auf mich zuzusprengen. Wisst ihr was? Fickt euch. Ich habe auch was für euch. Ich wollte einfach nur hinten hin, aber was macht ihr? Ihr nervt mich. Kriegt ihr hier eure Rechnung? Ich glaube, einen habe ich erwischt. Oder der ist verbuggt. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen verbuggt. Warum mache ich das immer? Der steht da nur. Ich habe gerade gedacht, kommt da jetzt ein fliegender Mutant oder was? Dass wir hier keine Virginia noch haben. Ja, haben Sie, ich weiß, dass du das auch kannst. Musst du mir nicht zeigen. Kaum ein. Haben Sie kann das aber auch. Fängt einfach wieder an zu brennen. Und da kommen die nächsten. Ja, auf euch habe ich auf jeden Fall Bock. Während da hinten der Mond aufgeht. Ja, klasse. Wäre eigentlich gut, wenn andere Gegner durch ihr Geschrei auch noch andere anlocken könnten. Also die hier jetzt. Wenn die durch ihr Kampfgeschrei andere anlocken würden.
Weil normale Gegner tun das ja sowieso schon. Die stehen ja manchmal einfach nur rum, um zu kreischen, um dann andere anzulocken. Probieren wir es mit Pfeilen. So, down. Oder? Nee, sah nur so aus. Der ist down. Okay. Und der auch. Sonst noch irgendwer, der sich traut. Ansonsten würde ich jetzt gleich ins nächste Dorf rein wandern. Vor allem, dass die einfach plötzlich von der Seite kommen und dann gegen mich kämpfen wollen. Hallo? Geht's noch? So komplett ohne Vorwarnung. Das ist wahrscheinlich wirklich das, was ich gefühlt habe, die ganze Zeit, wo die Erde halt gebebt hat. Dass die in der Nähe waren. So, hier gefällt mir das überhaupt nicht, weil hier so viel Freifläche ist. Mal wieder. Aus Dokus weiß ich nämlich nur die Herden sind außerhalb des Waldes unterwegs. Jungtiere verstecken sich in Wäldern, da sie dort halt schlechter gefunden werden können. Und Jäger nutzen auch den Schutz des Waldes aus, um schlechter gefunden zu werden und besser dann attackieren zu können. Nirgendwo ist man hier sicher. Schöne Beißerchen. Na, meine Freunde. Na, ich hätte nicht zurückweichen sollen. Das sind normale. Oder haben die Kreuze? Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Weil ich normale halt so lange nicht mehr gesehen habe. Weißt du, anstatt ich den töte? Nee. Das ist ein normaler. Schon wieder alle weggejagt, nur weil ich einen getötet habe. Hätte wahrscheinlich warten sollen, weil die kommen ja immer wieder. Normalerweise. Die sind da auch noch irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht wo. In der Richtung. Explosion. Wäre jetzt gut. Bam. Naja, so halb. Wie das hier halt in Zeitlupe runterfällt teilweise. Ah, da sind sie wieder.
Boah, jetzt bin ich ja im Vorteil hier. Vier Leute. Ach. Kann ich wohl schaffen. Aber erstmal werde ich mich hier oben positionieren. Und neue Rüstung anlegen. Mittlerweile habe ich ja wieder ein bisschen was an Clove, aber wir brauchen noch mehr. So, gut, aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.